Augsburg. Ihr habt 7 Fahrer auf 2 Autos verklaut, das was Patrick gelegt hat. Was ist der Vorteil oder der Nachteil, wenn du mit 3 anstatt 4 fährst? Also ganz ehrlich, ich habe die Strategie noch nicht komplett verstanden, weil... ihr guckt nochmal gerade das Bruder-Duell weiter. Ach, mit Berührung und Abflug und der Schießback, das ist das Aus für den Manfred-Porsche. Das ist das Ende für den Crello, weil er sich mit seinem eigenen Bruder Tris Vantor im Bereich Anfahrtton für eine Schikane berührt und dann abfliegt. Also ich habe mir im Motorsport schon alles erlebt. Aber dass sich zwei Brüder hier abschießen, klar, sind verfeindet oder auf gegnerische Teams, das habe ich ja noch nie erlebt. Lecco mio. Gerade eben sprachen wir noch Worst-Case-Szenario. Und jetzt haben wir es hier. Boah. Ich bin sprachlos. Boah, das ist ja, das hat jetzt. Ja, das ist ja fast wie wenn Teamkollegen sich abschießen, wenn zwei Brüder sich abschießen. Ja. Und ja, da muss ich sagen. Mein Leid hier. Das ist das definitive Ende für die Manta-Truppe, denn der Abflug, der war heftig. Was hast du da an der Stelle? 260 hast du noch drauf? Klar, in der Ambremszone, also 260 kommst du da durch die Schikane, die Bahn in der Bremszone. Ja, jetzt kommt ja nochmal hier der Replay. Der Audi, Tris Vantor, der versucht natürlich nah beieinander zu bleiben, um da, du profitierst wieder vom wenn du den Windschatten fährst und bist da nah dran. Ja, jetzt kommt ein bisschen Dreck. Boah. Der war heftig. Lassen. Direkt da, wo der Sportplatz steht. Ne? Ja. Der ist direkt an den Sportplatz. Ja. Hoffentlich ist da alles gut. Hoffentlich ist da alles gut. Jetzt gehen wir nochmal an der Einstellung. Aber die Jungs haben ich glaube, denen ist nichts passiert, aber das war... Gut reagiert von den Sportfahrern. Wir haben auch gesehen, bei Lawrence Vantor ging die Tür direkt auf. Und unser Kameramann hätte auch noch fast ein paar Teile mit abbekommen. Heiliger Kuh, das war heftig. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, bei Lawrence Vantor, die Tür ging auf. Hier nochmal von innen, gerade nochmal schauen. Gerade nochmal, bevor wir runter zu Ernst Moser gehen, nochmal hier die Onboard von Lawrence Vantor. Boah. Ja, Matthias, runter zu dir ins Ernst Moser. Ja, wir schauen natürlich auch alle fassungslos auf diese Bilder. Und das ist unheimlich schwer, auch hier nochmal im Replay die Situation. Ernst Moser schaut das sich an, hier direkt neben mir. Und das ist natürlich total schwer, in einer solchen Situation zu sagen, okay, wer hat jetzt hier eine Verantwortung? Ich frage einfach mal Ernst Moser, der in seinem Leben so viel gesehen hat. Ernst, zwei Brüder im Duell, zwei Marken im Duell. Wie schaust du auf diese Szene? Ja, das wollen wir allerdings sehen. Die hatten beide Luft, die haben sich auch die Luft gelassen. Aber so kleine Berührung kann das Entscheidende sein. Und ich muss mir das jetzt noch mehrmals anschauen, ob da überhaupt jemand Schuld geben kann. Wir hatten ja vorher schon mehrmals zu dritt diese Situation mit drei Autos. Aber dass die zwei Brüder sich das berühren, ist natürlich traurig. Einfach traurig. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, also die allerbeste Nacht, wir sehen hier Lawrence Vantor, der ist gesund, der steigt aus, dem ist natürlich der Schreck in die Knochen gekrochen in dem Moment, das ist völlig klar, heftiger Einschlag, die fahren da halt auch mit, was haben die da für Tempos, 240, 250? Da werden wir noch bei 250 sein, kurz vorm Ansbremsen, ja. Ja, nochmal, wir haben schon mehr solche Situationen heute gesehen. Die Strecke ist da auch schneller geworden durch die Veränderung durch den neuen Asphalt. Deshalb können sie sehr einfach nebeneinander durch das Hänge fahren. Und dann passiert halt, kann sowas passieren, leider. Danke Ernst für den Moment. Danke, zurück zu euch.